Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia Warrior Within. Mein Name ist Trimge und ich bin super müde. Ich habe die Nacht über nicht geschlafen, weil ich natürlich schlau bin, wie sonst auch. Ihr kennt mich ja, ich lege einfach keinen Wert auf Qualität oder Rücksicht auf den Prinzen oder mich selbst. Einfach immer... Hör auf mich zu unterbrechen, Mann. Einfach immer tüchtig drauf und die falschen Tasten drücken, damit wir hier möglichst effektiv nicht vorankommen. Wunderbar. Ja, könnte auch sein, dass die Geräusche im Hintergrund sind, die ich nicht haben möchte. Ich muss doch nochmal lernen, wie man blockt. Wunderbar. Wichtigere Angelegenheiten erwarten mich. Ja, also mal schauen, wie weit wir auch heute kommen werden. Vielleicht werden wir auch Rückschritte machen. Man weiß es halt nicht. Man weiß ja nie, was auf einen zukommt. Vor allen Dingen nicht in einem Spiel, wo es um Zeit geht. Da könnte ja alles Mögliche passieren. So. Aber mit unserem neuen Säbel ist das alles überhaupt gar kein Problem mehr. Und das hier genauso. Au! Genauso wenig. Natürlich bis zu dem Punkt, wo wir einfach mal in die Klinge reingelaufen sind. Ja. Sollte ich aufnehmen, während ich müde bin? Nein. Tue ich es trotzdem? Ja. Weil, warum nicht? Und wieder die falsche Taste. Wunderbar. Ich sollte öfter spielen, dann kommt etwas nicht vor. Und es wird sowieso immer wieder vorkommen. Schließlich bin ich scheiße. So, da ist unsere treue Anhängerin, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. So wichtig erscheint sie mir. Und dann können wir hier gleich mal speichern. Oder zumindest Energie aufladen. Da es als Checkpoint gilt, müssen wir den Spielstand nicht unbedingt abspeichern. Nein, nicht, also, Moment, nein. Vielen Dank auch. Gut, also das letzte Mal sind wir dort hoch, bedeutet wir müssen hier nochmal rüber, den Hebel umlegen. Hallo. Schönes Kleid. Lauf weiter, danke. Was war das denn für eine Aktion? Willst mich wohl verarschen? Und hoffentlich ist das da drüben die richtige Seite. Ja, meine Stimme ist auch noch nicht ganz wieder da. Oder ist sie das? Man weiß es nicht. Es ist und bleibt ein Rätsel. Die habe ich im letzten Livestream mit DK so ein bisschen malträtiert. Wo genau mussten wir jetzt lang? Ich könnte euch das Ganze natürlich vorspulen. Aber dann hätte ich ja gar nichts mehr. An Videomaterial. Wir springen jetzt einfach mal nach hier und da und überall. Ich meine, irgendwo werden wir schon landen. Und wenn es der Abgrund ist, irgendwo werden wir landen. Ich muss auch mal wieder in das Let's Play reinkommen, von daher. Springen wir mal in den Abgrund. Um zu merken, wie das so ist, wenn man stirbt oder die Zeit zurückspult. Wahrscheinlich müssen wir hier nicht lang. Ich gehe den Weg einfach trotzdem. Weil ich mich absolut nicht mehr daran erinnern kann, wo das nächste Ziel war. Huh. Nein, wieder die falsche Taste gedrückt. Ich bin doof. Ja. Wow. Ich spule euch das vor, bis ich da bin, wo ich hin wollte, okay? Das klingt gut. Bis gleich. Oh, ich habe ein Artwork gefunden. Das werden wir nachher sowieso wieder verlieren, sobald ich sterbe. Ich kenne mich doch. Auf jeden Fall habe ich in diesem Raum auch noch einen Durchgang gefunden, der bis dato leider verschlossen ist. Ich vermute dahinter aber einen Zeitraum. Es wird wahrscheinlich keiner sein. Wahrscheinlich erreichen wir ihn in einer anderen Zeitperiode. Auf jeden Fall wollte ich hierhin, um Krähen abzuschlachten. Das ist einfach so ein Hobby von mir. Es beruhigt die Nerven.
Aber ich bin mir fast sicher, hierüber ging es gar nicht wirklich. In dem Sinne, vorspulen. So, hier wollte ich hin. Und ihr habt absolut nichts verpasst. Ich habe nichts gesagt. Ich habe mich aufs Spiel konzentriert, um mich wieder so ein bisschen in die Steuerung einzufinden. Um hier ein besseres Ergebnis liefern zu können. Aber wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich den Vogelmann übersprungen. Ihr wisst schon, der mit der komischen Stimme. Ja, noch komischer als meine. Den Teil müssen wir jetzt allerdings nochmal neu machen, da wir ja das letzte Mal gar nicht gespeichert haben. Und ja, die Subwaffe habe ich übersehen. Bewusst. Völlig bewusst. Vater wäre stolz auf mich. Ich wollte natürlich sicher gehen, dass er mich hier nicht bemerkt. Oder so. Das sind natürlich eine Ausrede, ist ja klar. Die sollten jetzt eigentlich mit der neuen Waffe kein wirkliches Problem sein. Ist ja natürlich, ich mache solch einen Unsinn. Versuchen wir mal den Move. Oder sogar den Move. Nein. Wie konnte man nochmal die Waffen aufheben? So nicht. So hier. Die wollte ich ihm jetzt mitten zwischen die Augen knüppeln. Aber wir sind noch immer nicht genau da, wo ich hin wollte. Auch den Teil kennen wir schon. Also. So, und an dieser Stelle setzen wir wieder ein, denn den hier konnten wir das letzte Mal nicht erfolgreich besiegen. Mit der neuen Waffe sollte das allerdings kein Problem sein, es sei denn, ich mache solche Sachen und mehr. Wenn ich nur wüsste, wie man den am besten besiegt, ich weiß es nicht mehr. Zum Beispiel auf solch illustre Art und Weise. Einmal treffen, danach nie wieder. Oder soll ich einen Unsinn fabrizieren? Hier ist einfach nicht genug Platz zum Kämpfen. Wenn ich ihn nur runterschmeißen könnte, ja. Meine Güte, da hat er jetzt echt den Slenderman gemacht. Die Art und Weise, wie er verschwand. So, hier kamen wir nicht weiter. Er müsste jetzt nach oben geflüchtet sein, wo wir ihn das letzte Mal auch so ein bisschen glitschten. Und da müssen wir jetzt nur noch irgendwie hinkommen. Und jetzt werde ich auch nicht mehr cutten. Denn wir befinden uns gar nicht mal allzu weit von der Stelle weg, wo ich das letzte Mal hier aufhörte. Reicht denn Zeitverlangsamung? Ich würde gerne rüber. Zu dir, meinem guten Kumpel, dem Flattermann. Wichtigere Angelegenheiten erwarten mich. Mich nicht, ich habe viel Freizeit. Wirklich? Das war schon die ganze Herausforderung? Tot ist er. Das gibt's ja nicht. Richtig. So spricht man dieses Wort aus.
Mit einem gut betonten K. Warum sprang er daneben? Ich glaube, ich bin zu früh abgesprungen. Ja, Mickey Maus. Gab dich wohl. So, damit wäre der auf jeden Fall auch erledigt. Und wir können uns seine großartige Sub-Weapon schnappen. Keine Ahnung, ob die besser ist. Aber auf jeden Fall können wir jetzt hier rüber. Vielleicht bringt uns das irgendeinen coolen Vorteil. Ja, natürlich bringt uns das einen coolen Vorteil. Zum einen natürlich, dass die Musik weiterläuft. Noch. Zum anderen natürlich, dass wir diesen Schalter jetzt permanent aktivieren können. Wie in jedem guten Rollenspiel. Und Prince of Persia natürlich. So. Haben wir das letzte Mal nicht Schaden genommen, als wir von dieser Höhe runterfielten? Untergefallen sind. Wie auch immer, wir sind weiter als je zuvor, Herr Frodo. Schön, jetzt haben wir hyperrealistisches Wasser aktiviert. Und so bekommen wir die Tür auf, von der ich sprach. Wunderbar. Heißt das auch, wir können direkt hier runter? Sieht ein bisschen so aus, ja. Können wir uns hier auch heilen? Ja. Auf mein Wasser ist immer Verlass. Außer es ist Pisswasser. Gut, von Pisswasser weiß ich auch, was ich von hab. Tun. Getätentan. Das ist doch ein offensichtliches Secret. Komm, das ist so offensichtlich, dass es eigentlich kein Secret sein kann. Doch, dahinter ist irgendwas. Ich sehe da was, aber hier gibt es keine Riesen, die mit explodierenden Hunden auf einen werfen. Den Satz sagt man auch nicht alle Tage. Da hinten ist irgendein Fährmann. Oder eine Fährfrau. Oder ein Fähn. Nee, zu weit hergeholt. Viel zu weit hergeholt. So, ich vermute mal, wir können sie einfach fallen lassen. Aber wir sehen uns besser nochmal um, denn so schnell werden wir hier nicht mehr hochkommen. Nee, das war's. Okay. Wunderbar. Nun müssen wir aber irgendwie wieder, Moment mal, die Tür hier aufbekommen. Oder müssen wir die aufbekommen? Vielleicht gibt es eine Abkürzung. Vielleicht wechseln sich die Türen ab. Let's see. Ja, ja, ja. So haben die wahrscheinlich Ladezeiten eingerichtet oder so. Wer weiß, wer weiß. Wenn ja, pfiffig. Wenn nicht, ist es trotzdem vorhanden. So. Jetzt einfach nur noch mal backtracken. Kennen wir ja. Ist jetzt nichts Neues. Und ist ja immer wieder spannend. So. Und hüpp. Und hoppeldi-hüpp. Wie ein Hase. Ein persischer Hase. Das war dumm. Das war sogar so dumm, dass ich es gleich nochmal mache. Nein. Wir müssen natürlich hier an die Kante. Da, wo uns das Licht blendet, da! Wo kommt ihr denn her? Wer hat euch denn alarmiert? Na, sah das cool aus? Seid ihr beeindruckt? Flieht, sonst werde ich noch mehr Moves machen. Na. Und der wäre auch erledigt. Schön, schön, schön. Gibt es hier sonst noch irgendwo Gegner? Ja, dich zum Beispiel. Rückzug ins Jenseits. Gut, das wären dann alle. Müssen wir nur noch schauen, wie wir diese Hebel umlegen. Wahrscheinlich, wenn wir damit das Wasser lenken. Ich rate jetzt einfach mal. Hi! Oh, ich stand die ganze Zeit neben dem Bett. Sorry, ich war vertieft.
Wäre vielleicht nicht verkehrt, ihn ins Bett zu legen. Er ist ja gerade erst aufgewacht. Hey, hübsches Mädchen. Naja, geht so. Wo bin ich? Hi, ich bin deine potenzielle Love Interest. Du lagst verletzt in einer Gasse, deswegen habe ich dich mitgenommen. Wir sind direkt in eine Gasse gefallen. Na, so ein Zufall. Dürfte ich deinen Namen wissen? Iruka, und wie ist euer Name? Mia. Dürfte ich fragen, wie du dorthin gekommen bist? Alkohol,